Wer von euch hat alles Lust, ein super leckeres Lebkuchenhaus zu backen? Dann aufgepasst, denn hier kommt ein leckeres Rezept, was definitiv funktioniert. Erhitze in einem kleinen Topf Honig, Butter und Zucker, so lange, bis sich der ganze Zucker aufgelöst hat. Danach vermengst du das Ganze mit den gemahlenen Mandeln, dem Mehl, dem Zimt, dem Lebkuchengewürz, dem Kakao, der Zitronenschale, dem Ei und natürlich deine flüssige Zuckermasse. Das Ganze wird dann ordentlich verknetet und sollte für ein paar Stunden draußen abgekühlt werden. In der Zwischenzeit kannst du dir schon einmal unsere Schablonen ausdrucken, die findest du online, und dann die Einzelteile alle ausschneiden. Nimm dir danach wieder deinen Lebkuchenteig und rolle ihn aus. Und schon kannst du auch schon damit beginnen, deine großen Hausformen einzeln auszuschneiden und die kleine Lumi-Schildkröte. Alle ausgeschnittenen Schablonen kommen dann auf ein Backblech. Das Ganze muss noch einmal 15 Minuten abkühlen und dann kommt es bei 180 Grad für ca. 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Und wenn alles zusammengebaut ist, beginnt auch schon der allergrößte Spaß, nämlich das Zusammenbauen. Rühre dir dafür den Zuckerguss aus Puderzucker und Eiweiß zusammen, klebe dann die einzelnen Haushälften zusammen und dekoriere mit ganz viel Fantasie, ganz viel bunten Zuckerstreuseln, Süßigkeiten und Zuckerguss dein wunderschönes, traumhaftes Lebkuchenhaus. Viel Spaß beim Ausprobieren und folgt uns für mehr leckere Rezepte. Und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer auf unserer Website.